Und das war das auch das einzige Mal, wo ich ihn persönlich dann kennengelernt habe. Aber seitdem kennen wir eben uns persönlich und wir sind auch über WhatsApp noch im Kontakt. Ich finde das auch klasse, dass er da immer noch auf WhatsApp antwortet, zum Beispiel für die Rede. Ich habe ihm gratuliert zu seiner Rede. Und ja, da hat er sofort auch drauf geantwortet. Ja, hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spektrum. Heute haben wir als Gast den Herrn Philipp Bargus. Ich bin die Libertäre Deutsche Jugend und als weiteren Interviewer haben wir noch Yet Another NCAP. Wir wollen mit Herrn Bargus über ja, insbesondere Javier Milei sprechen, der ja in Argentinien es geschafft hat, Präsident zu werden. Philipp Bargus ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Rey Juan Carlos Universität in Madrid. Und er kennt tatsächlich den Javier Milei. Und da würde ich Sie gleich mal fragen, woher kennen Sie den? Oder wie ist die Bekanntschaft zustande gekommen? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich kenne oder ich habe von ihm gehört, vielleicht vor 5, 8 Jahren das erste Mal, weil er da schon sich einen Namen gemacht hat, auch in Spanien durch seine Ausbrüche im Fernsehen, seine wilden Tiraden, die er losgelassen hat. Und er war da schon beliebt. Einige haben natürlich gesagt, das wäre nicht so ihr Fall, wie er da aufgetreten ist. Aber seitdem kannte ich ihn und dann ist es eben so zustande gekommen, dass Javier Milei ein großer Fan von Jesús Huerta de Soto ist, weil er von einem Radio-Teilnehmer darauf hingewiesen wurde, auf die Vorlesung von Huerta de Soto hingewiesen wurde, in Spanisch, die auf YouTube stehen, und er durch diese Vorlesung dann zum Österreicher geworden ist, zum österreichischen Ökonomen, weil vorher war er Neoklassiker. Und dann war er mit Huerta de Soto in Kontakt. Und dann waren zwei Dinge, mit denen ich mit ihm zusammengearbeitet hatte. Einmal wir haben eine Festschrift, David Howden und ich haben eine Festschrift für Huerta de Soto herausgebracht, in der Guido Hülsmann, Hans-Hermann Hoppe, Thorsten Polleit und so weiter Beiträge verfasst haben, zu Ehren von Jesús Huerta de Soto und dann eben auch Javier Milei. Und da war ich natürlich mit ihm in Kontakt, um ihn erst zu fragen, ob er bereit ist, da ein Kapitel beizusteuern. Das war dann wohl so in 2021. Und ja, dann hat er es erst auf Spanisch geschrieben, dann deshalb musste das noch übersetzt werden ins Englische. Und so waren wir da in Kontakt, so war ich in Kontakt mit ihm. Und dann war das Nächste, war das in 2021 war das auch. Da waren wir gerade aus dem Corona an der Uni herausgekommen. Das heißt, es war noch so hybride. Es waren nur teilweise die Studenten da und teilweise war es alles über Zoom. Und da hatte ein Student die Idee, ja, warum laden wir nicht in die Vorlesung? Wir haben ja einen Master in Ökonomie der österreichischen Schule. Da gebe ich die Mythologie der österreichischen Schule und Dogmengeschichte. Und da war der Vorschlag des Studenten, ja, laden wir doch nicht da über Zoom einfach mal welche ein, die sowieso zu Hause noch hocken teilweise. Und da hatten wir eben viele oder einige zugeschaltet. Wir hatten Rayo, wir hatten aber auch Alberto Benegas Lynch Hijo, der den Miller ja auch immer zitiert. Wir hatten Gabriel Zanotti, ja, und ja. Das war Carlos Rodriguez Brown, also wir hatten da einige und eben Javier Milei. Und da gibt es auch ein Video auf YouTube, wie er da in meiner Vorlesung dazu zugeschaltet ist und dann uns erklärt, warum er in die Politik gegangen ist. Und Huerta de Soto hat sich dann dazu geschaltet für eine Minute, um ihn zu grüßen. Und da, wenn er sich dann, Huerta de Soto mit seinem Zoom-Bild dann dazu schaltet, da sieht der Milei das und dann gibt es da so ein Video, wie er dann sagt, oh Professor, qué bien, qué honor. Und dann sich total freut, dass der Professor Huerta de Soto da ihn begrüßt. Und dieses Video über eine Minute ist dann auch viral geworden. Und dann kam es so, dass Milei 2022
nach Spanien gekommen ist, um eine Veranstaltung bei Vox zu machen. Und da hat er dann mich gefragt, ob über WhatsApp, ob wir uns nicht treffen könnten mit Huerta de Soto. Aber Huerta de Soto konnte an dem Tag nicht, weil er in Navarra war. Der war also gar nicht in Madrid. Und dann habe ich mich also zum Mittagessen getroffen mit Javier und seiner Schwester, die ja immer dabei ist, also wir drei. Und das war das auch das einzige Mal, wo ich ihn persönlich dann kennengelernt habe. Aber seitdem kennen wir uns persönlich und wir sind auch über WhatsApp noch im Kontakt. Ich finde das auch klasse, dass er da immer noch auf WhatsApp antwortet, zum Beispiel für die Rede. Ich habe ihm gratuliert zu seiner Rede und ja, da hat er sofort auch drauf geantwortet. Ja, und das ist also grundsätzlich, wie ich ihn kennengelernt habe. Ja, eigentlich ist es ja fast ein bisschen lustig, dass Millet über De Soto zu den Österreichern gekommen ist, wo doch Alberto Benegazzolini, nicht der Vater, schon Kontakte zu Österreichern hatte. Ich weiß nicht, ob er selber einer war, aber auf jeden Fall. Seine Organisation hat ja sogar hier den Ritter des Liberalismus persönlich nach Argentinien geholt für eine Vortragsreihe. Ja, sie kennen sich aus, ja, das stimmt. Alberto Benegazzolini Vater hat den Mises nach Buenos Aires gelotst und Milei ist dann erst über Huerta de Soto da überhaupt die österreichische Schule gestoßen oder richtig gestoßen. Vorher war er eben mehr der Neoklassiker, das merkt man ja auch noch an den Namen seiner Hunde. Das sind Robert und Lukas und Milton. Ja. Und nur einer heißt Rothbard. Moray, ja. Und ja, aber der ist auch ganz eng mit Alberto Benegazzolini. Den hat er ja auch zitiert in Davos und auch auf seiner Antrittsrede. Ja. Also die Rede wurde jetzt schon angesprochen. Hätte dazu nochmal kurz ein Thema angesprochen, und zwar der die Neoklassiker eben scharf kritisiert, sage ich jetzt mal. Also er hatte eben besonders auf die Theorie des Marktversagens und Monopole eingegangen. Ob Sie noch mal kurz erklären könnten, warum das jetzt problematisch ist, diese beiden Themen, oder warum die aus österreichischer Perspektive jetzt keine Staatseingriffe rechtfertigen. Herr Millet ist dann auf das neoklassische Modell eingegangen und dass die Neoklassiker dann sagen, ja, wir schauen auf die Realität und wenn die Realität anders ist als unser Modell, ja, dann ist das Marktversagen. Ja, unser Modell ist die perfekte oder vollkommene Konkurrenz, wo es ganz viele Anbieter gibt, die das gleiche Gut zum gleichen Preis verkaufen. Dann schauen wir auf die Realität, das ist nicht so. Dann ist, das heißt, es gibt Monopole, die Konsumenten ausbeuten. Ja, und der Fehler ist eben zu glauben, dass, weil die Realität von dem Modell abweicht, dass es deswegen Marktversagen geben würde. Das Problem ist, dass das Modell sollte über Bord geworfen werden, wie Millet auch sagt. Ja, das Modell sollte man ad acta legen. Ein Markt ist einfach ein Mechanismus der sozialen freiwilligen Kooperation. Und in diesem Sinne kann der Markt sich auch er kann nicht versagen. Was passieren kann, ist natürlich, dass einzelne Teilnehmer auf dem Markt Fehler begehen, und wir begehen ja immer Fehler, aber das ist kein Marktversagen. Und dann geht er eben darauf ein, dass es Skaleneffekte gibt, ja, und dass es deswegen große Unternehmen auch gibt, die billiger produzieren können und deswegen auch, was auch dazu geführt hat, dass eben der Kapitalismus viele Menschen aus der Armut katapultiert hat, durch diese großen Unternehmen, die eben die Skaleneffekte haben, die große Maschinen und Fabriken einsetzen, um dann kostengünstig zu produzieren. Und das, sagte er, das ist nicht schlecht, diese Skaleneffekte, oder das ist diese Kombination der Produktionsfaktoren gibt, die impliziert, dass es eben da Größenvorteile gibt. Die kommen den Konsumenten zugute und das ist kein Marktversagen, das Staatseingriffe rechtfertigt. Ja, der Markt kann nicht versagen. Der Markt ist einfach eine freiwillige Kooperation zwischen Individuum und da gibt es einige Ergebnisse,
Und die können einem gefallen oder nicht. Aber nur weil mir das Ergebnis dieser freiwilligen Kooperation nicht gefällt, ist es unsinnig, das Marktversagen zu nennen. Ja, zum Beispiel, was weiß ich, Leo Messi als Fußballer verdient, was weiß ich, 20 Millionen Euro pro Jahr. Da kann ich sagen, okay, das gefällt mir nicht, finde ich nicht gut, dass ich jetzt als Professor so viel weniger verdiene, aber es ist eben kein Marktversagen, es ist einfach eine subjektive Meinung, die ich da habe, dass mir das Resultat der freiwilligen Kooperation nicht gefällt, aber es macht keinen Sinn, da von Marktversagen zu sprechen. Und er sagt dann eben auch in der Rede, wenn Sie glauben, dass Marktversagen vorliegt, dann schauen Sie erstmal, ob es da nicht Interventionen gibt, die zu diesem Ergebnis geführt haben, was da eben kritisiert wird. Dann sagt er, wenn Sie da keinen Staatsangriff finden, ja, dann haben Sie eben nicht gut genug geguckt, weil es gibt eben kein Marktversagen. Es ist der Staat, der diese Probleme hervorruft durch seine Eingriffe. Ja, und dem Wachstum von einem Betrieb gibt es ja auch noch ein natürliche Balance zu den Skaleneffekten, und zwar eben Antiskaleneffekte wie Problematiken bei der Informationsvermittlung, weil eben Betriebe intern eben dann doch wieder geplant sind. Und das bedeutet, je größer die sind, dann gibt es auch wieder irgendwie natürliche Grenzen, die dem auch wieder entgegenwirken. Ja, je kleiner das Unternehmen ist, desto mobiler ist es natürlich, desto unbürokratischer ist es, desto schneller, innovativer ist es, desto schneller kann es sich bewegen. Und dann haben wir da eben das Problem der Wirtschaftsrechnung, dass je größer ein Unternehmen wird, desto weniger kann es sich auf Preise des Marktes in seiner Kalkulation verlassen. Also er hatte auch noch in seiner Rede eben die Theorie des Unternehmertums von Israel Kirzner erwähnt. Könnten Sie dazu was sagen noch? Ja, Israel Kirzner ist natürlich der österreichische Ökonom, der sozusagen für die Theorie des Unternehmertums steht, der auch in den Mainstream-Journals zitiert wird, der auch gerne zitiert wird, der auch da vollkommen akzeptiert ist. Kirzner und Innovation, das wird auch von den Neoklassikern so akzeptiert, also zumindest formal akzeptiert, ja, nicht die Implikation, weil sonst könnten sie ihre Gleichgewichtsmodelle nicht mehr fahren. Aber der wird ja auch jedes Jahr wieder für den Nobelpreis gehandelt. Ja, und die Theorie ist einfach, das, was den Markt antreibt, dass das die unternehmerische Funktion ist, ja, das Entdecken, das Schaffen von Gewinnmöglichkeiten, ja, das kreative Schaffen von Gewinnmöglichkeiten und dann die Ausbeutung dieser Gewinnmöglichkeiten, das treibt das soziale Geschehen an, weil die unternehmerische Funktion, die haben wir alle. Also nicht nur wer Unternehmer im juristischen Sinne ist, sondern jeder Mensch hat diese Fähigkeit, neue Ziele zu entdecken, neue Mittel zu entdecken und Gewinnmöglichkeiten und diese dann auch auszubeuten. Und das ist eben ein Entdeckungsverfahren. Das Wort hat ja auch Hayek benutzt und das hat ja Millay auch benutzt, dass dann, wenn der Staat eingreift in ein bestimmtes Gebiet der Wirtschaft, und da freie Handlungen nicht mehr zulässt, freies Unternehmertum nicht mehr zulässt, ja, dann wird der Entdeckungsprozess eben blockiert. Dann gibt es keinen Anreiz und keine Möglichkeit mehr für die unternehmerische Funktion, für die Unternehmer, neue Ziele, neue Produkte zu entdecken und neue Mittel, neue Wege, diese Bedürfnisse besser und effizienter zu befriedigen. Weil eben der Staat dann kommt und dann da Handlungsweisen verbietet, reguliert. Regulierung bedeutet ja immer, dass man bestimmte Sachen nicht machen kann oder Steuern erhebt, dann wird es weniger attraktiv, neue Sachen zu schaffen. Ja, und dann geht der Anreiz eben verloren und da wird der unternehmerische Prozess, das Entdeckungsverfahren der besseren Produkte und der besseren Produktionsmöglichkeiten blockiert. Ja, dann wollten wir auch noch über die
So über die Reaktion jetzt auf Millet selber sprechen. Also Sie hatten kurz erwähnt, dass er auch in Spanien bekannt geworden ist, wegen seinen, sag jetzt mal, etwas vulgäreren Auftritten. Also wie ist so die allgemeine Reaktion in den spanischsprachigen Ländern? Also Sie sind jetzt in Spanien, also insbesondere jetzt in Spanien eben. Den kennt fast jeder jetzt. Das ist schon erstaunlich. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber wenn man hier mit Nachbarn spricht, dann kennen die den und dann finden den auch gut. Endlich sagt mal einer, wie es geht. Also dass der Bekanntheitsgrad hier ist enorm. Und vorgestern habe ich Amazon-Pakete abgeholt in so einem kleinen Laden, Tante-Emma-Laden. Und da höre ich dann, dass die Frau, die da die Kunden bedient, ja, die gleichzeitig ein Video hört. Also das Video habe ich nicht gesehen, aber Stimme. Und dann war das die Stimme von Millet. Und dann frage ich sie ja, weil das war so eine so indianisch aussehende, das heißt also vielleicht aus Peru. Oder so, habe ich gedacht, stammt die ältere Frau, über 60, relativ klein, so indiomäßig. Und da hat die gesagt, ja. Hat sich total gefreut, dass ich das erkannt habe, sofort gelächelt. Sonst hat die immer die Pakete so ein bisschen griesgrämig rausgegeben. Also zuerst mal habe ich die Lächeln gesehen und dann gesagt, ja, der Millet, ja, der gefällt mir. Der gefällt mir, weil er so nah an den Menschen ist und sich um die Armen kümmert. Und da habe ich gedacht, okay, da ist jetzt eine Frau, die wahrscheinlich überhaupt gar keine Bildung hat, ja, oder vielleicht hat sie Grundschule oder so gehabt und aus ärmsten Verhältnissen kommt und die hört sich jetzt so ein Interview von Millet an, wo ich gedacht hätte, ja, das hören sich eigentlich nur libertäre Freaks an, aber das ist wirklich dann eine kulturelle Veränderung. Er spricht ja auch immer von der Batalla Cultural, von dem Kulturkampf. Dass sich da wirklich was bewegt und die libertären Ideen, die sozialistischen zurückdrängen und wirklich die Masse der Bevölkerung auch erreichen und auch eben ganz einfache Leute. Ja, und das ist schon wirklich erstaunlich und unglaublich. Absolut. Vor allem hier die Libertären wundern sich ja oft so, wir haben im Grunde genommen die besseren Argumente, wir haben die richtige Wirtschaftstheorie, der Sozialismus ist widerlegt und trotzdem springt niemand drauf an, aber dann kommen eben doch solche Gesichter, eben solche Charaktere und schaffen es populär zu werden. Wie wichtig glauben Sie, sind Einzelpersonen, die eben mit ihrem Charisma die Leute dann tatsächlich auch mitziehen können, jetzt im Vergleich zur Theorie selber. Ja, ich glaube, das Beispiel Millet zeigt, wie wichtig das ist, dass man hier einen charismatischen, wortgewandten ja, Führer hat, ja, oder Ideenverbreiter hat, der auch diese Führungsqualitäten eben hat, dass andere ihn ja, bewundern und ihm folgen und das unheimlich be diese Begeisterung, die er auslösen kann. Man muss auch sagen, dass er ein unglaublich gutes Marketing macht. Also erstmal die ganze Figur, die er da vertritt, mit seiner Lederjacke, mit seiner Frisur, da sprechen Sie mit Piluca, ja, die dann Leute nachmachen oder die einfach die Frisur auf so einem T-Shirt machen, dann weiß man schon, wer damit gemeint ist. Dann dass er immer aufhört mit Viva la Libertad Carajo. Ja, und dann die Leute Viva schreien und dann macht er das dreimal und das macht er eben immer, dass er diese Markenzeichen hat. Auch die Selfies. Ja, bei den Selfies guckt er immer gleich und von oben. Was ich jetzt vor kurzem gesehen habe in Twitter, dass Leute das jetzt machen, ein Millet-Twitter, ja. Millet-Selfie. Das ist mit sehr gutes Marketing und er ist ja sehr wortgewandt eben
und hat es eben geschafft, das durch seine Fernsehauftritte beliebt zu werden. Die Leute wollten ihn sehen, er hat da Einschaltquoten gebracht, eben durch dieses vulgäre Auftreten, zumindest aus nordeuropäischer Sicht. Dann hat er, hat er mir auch erzählt, er hat gemerkt, dass die Linken, die Sozialisten, dann angefangen haben, seine Ideen zu zensieren. Ja, dass andere Liberale wurden nicht mehr eingeladen in Fernsehsendungen, eher noch wegen der Quote, aber auch immer weniger. Also die Medien haben begonnen, ihn zu zensieren, und Politiker haben das auch gefordert. Die haben gesagt, da gibt es auch Videoausschnitte dazu, wir dürfen diesen Ideen keinen Raum, nicht keine Plattform, ja, bieten. Und dann hatte den Entschluss getroffen, okay, wir müssen den Kulturkampf auch in der Politik führen. Ja, es ist gut und schön, die Ideen zu verbreiten in Universitätssälen, in Vorträgen, in Büchern, in Zeitungsartikeln, in Meinungsbeiträgen im Internet. Das ist alles sehr gut. Aber wenn man sagt, ich bin libertär und deswegen will ich mit der Politik gar nichts am Hut haben, dann nimmt man sich eine sehr, sehr wichtige Plattform, um die Ideen zu verbreiten und Bevölkerungsschichten zu erreichen, die man sonst eben nicht erreicht. Er weiß, dass das Politik ein dreckiges Geschäft ist. Er mag es nicht. Aber er sagt, ja, wenn man die Sozialisten dann alleine im Parlament lässt, ja, da freuen die sich drüber. Da können sie ungestört ihrer Agenda nachgehen. Und deswegen hat er dann beschlossen, eben als Quereinsteiger, ja, er war ja Universitätsprofessor und dann eben als nebenbei als Vortraggebender, Haltender und Talkshow-Gast berühmt, hat er dann als Quereinsteiger gesagt, jetzt gehe ich in die Politik. Und von null ist er Präsident eines Landes Argentiniens geworden, was wahrscheinlich einer der unglaublichsten politischen Aufstiege aller Zeiten, wenn nicht sogar der unglaublichste Aufstieg eines Politikers aller Zeiten ist, weil er kommt von null. Ja, er hatte keine eigene Partei. Ja, er hat eine eigene Partei gegründet und dann eine Alianza para la Libertad mit anderen libertären oder rechtskonservativen Parteien eine Allianz geschmiedet. Und die wollten am Anfang nur über 5% kommen. Ja, sie haben's dann, sind dann immer weiter gestiegen in den Umfragen und sind dann, glaube ich, bis, das war 2021 dann, oder 2022, bis auf 17% gekommen. Völlig, völlig unerwartet. Ja, und dann hat er sich eben als Präsidentschaftskandidaten nominieren lassen und hat es geschafft, in die Endauswahl zu kommen, in die Stichwahl, und wurde dann da mit 56% gewählt als anarcho-kapitalistischer, liberal-libertärer Kandidat. Es ist ein Wunder. Anders kann man es nicht ausdrücken. Ja, und ich meine, wahrscheinlich hat es auch geholfen, zum einen, er war durchs Fernsehen schon einigermaßen bekannt, und zum anderen, dass eben die Stichwahl dann auch noch gegen gegen Kirchneristen war und nicht gegen die Konservativen, wo vielleicht problematisch geworden wäre. Das Wunder, das muss man aus verschiedenen Sachen erklären. Einmal, dass diese Persönlichkeit, dieses Charisma, das er hat, dann, dass er vorher eben schon berühmt war. Ja, also er war durch diese Auftritte bekannt allerseits im Land, eine der bekanntesten Personen. Ja, also bevor er in die Politik gegangen ist. Und ein Grund für das Wunder ist natürlich, dass Argentinien völlig am Boden liegt. Also es ist mit der Inflation, ja, mit den Jahrzehnten des Peronismus und dann in letzter Zeit nochmal beschleunigt, dieser Abstieg mit Armut und Inflation, und dass eine solche Situation, wo die Gesellschaft fast dabei ist, auseinanderzufallen, ja, dass wenn man dann da ist, ja, das haben wir ja teilweise auch immer gesagt, wenn es zu Zusammenbruch kommt, dann, wenn man dann da ist, dann muss man da sein und die besseren Ideen haben, und man muss natürlich aber auch jemanden haben, der diese Ideen dann
so verpacken kann, dass und an die Menschen bringen kann, dass die breite Masse sie versteht und da auch da sich dafür für diese einsetzt. Und dann, ja, das sprechen Sie richtig an, dann ist natürlich ein Bestandteil des Wunders das Wahlsystem. Ja, im deutschen Wahlsystem wird es ja so gar nicht gehen. Im August, ich glaube 13. August war die PASOK, das ist die Vorwahl, in dem die Kandidaten oder die einzelnen Parteien ihre Kandidaten aufstellen und das sozusagen parteiinternes da ein Wettbewerb gibt, ja, aber alle wählen und da hatte er ja die meisten Stimmen bekommen aller Parteien. Ja. Und dann gab es ja die erste Wahl, wo man dann schaut, gibt es eine absolute Mehrheit oder ich glaube einen Vorsprung bei über 10% Vorsprung des ersten gegenüber dem zweiten, das wird man auch direkt gewählt. Aber das ist, glaube ich, nie passiert nach Peron. Und da gab es ja dann drei. Es gab die Konservativen Bullrich, es gab den Peronisten Massa und eben Milei. Und Milei hatte mir schon eben 2022, als wir uns getroffen haben, gesagt, wenn ich in die Stichwahl komme, gewinne ich. Ja, habe ich da damals auch nicht so für möglich gehalten. Aber sein Argument war eben, wenn ich in die Stichwahl komme, dann, wenn ich mit dem Peronisten in die Stichwahl komme, dann wählen mich die Konservativen, weil sie die Peronisten hassen. Wenn ich mit dem konservativen Kandidaten in die Stichwahl komme, dann wählen mich die Peronisten, weil sie die Konservativen so hassen. Er ist jetzt mit den Peronisten in die Stichwahl gekommen und hat dann auch direkt nach der ersten Wahl eben Bullrich und die Macri-Leute eingeladen, ihm zu folgen und zu sagen, ja, jetzt gehen wir gegen den Peronismus gemeinsam. Und das hat ja dann auch funktioniert. Ja. Also durch dieses Wahlsystem wurde das natürlich auch nochmal, war auch noch eine Bedingung, dass das überhaupt möglich wurde, dieses Wahlsystem, dass er dann direkt 56% der Stimmen bekommen hat. Er hat und gleichzeitig eine Partei hinter sich, die eben nur 17% oder 21% der Abgeordneten im Parlament hat. Ja, was natürlich jetzt auch bedeutet, dass er da versuchen muss, ja, Leute hinter sich zu bringen, von der die Macri-Leute und da auch Kompromisse eingehen muss. Also in der Presse hört man von Milei ja eigentlich so ziemlich oft so, er ist also in Spanien oder auch in Argentinien sagt man so ultraderechista, also so rechtsradikal. Interessanterweise wird es von deutschen Medien sehr oft als ultrarechts übersetzt, was man jetzt so lokal eigentlich nie sagen würde, aber eben weil es praktisch jetzt eine Übersetzung ist und man eben scheinbar die einfach die ausländischen Begriffe einfach übernimmt und eben auch, ja, so, ich sage jetzt mal so, die halbwahren Geschichten bis gar nicht wahren Geschichten. Also er wird eben so als ultrarechts gehandelt und eben oft eben nicht als libertär und so als ja, wie akkurat ist das? Also ich würde eben sagen, eigentlich überhaupt nicht. Er ist eben so ein Anarchokapitalist und das ist halt nicht rechtsradikal und er hat auch Meinungen, die mit so Rechtsradikale eigentlich überhaupt nicht wollen. Also, aber wieso ist das, dass er eben so als ultrarechts und so weiter bezeichnet? Ja, das ist ja das Spiel, was die Linke überall spielt, dass jeder, der nicht links und woke ist, ist rechts. Und wenn einer dann ganz gegen die Linken und woken ist, dann ist er natürlich ultra rechts. Ja, das ist eben das Spiel, das Versuchen in eine rechte Ecke, alle politischen Gegner der Linken in eine rechte Ecke zu drängen, weil das eben politisch funktioniert und opportun ist. Das ist natürlich völliger Quatsch. Sie haben ihn versucht, als Nazi zu schimpfen in Argentinien, aber dann ist sein Rabbiner, mit dem er spirituelle Gespräche hat, gekommen und hat ihn dann da verteidigt. Das hat sie, also da war er dann nicht mehr angreifbar in dieser Hinsicht, weil er eben diese Unterstützung der jüdischen Gemeinschaft
dann und der Rabbi und der dieses Rabbiners, dieses bekannten Rabbiners, Rabbiners hatte. Also ultrarechts ist immer natürlich die Frage, wie man das definiert. Ja, Künnelt Ledin hat ja definiert, rechts ist Freiheit und links ist Gleichheit. Es gibt ja auch verschiedene Strömungen. Ja. Ja, auch rechtslibertäre, linkslibertäre Strömungen, ja, die Rechtslibertären oder die Paleo-Libertären, die glauben eben, dass die Freiheit das Wichtigste ist, aber dass eben eine freie Gesellschaft langfristig nur prosperieren kann, wenn auch bestimmte Werte und Institutionen diese aufrechterhalten, und dazu gehören eben, zu diesen Institutionen gehören eben die Familie, das Christentum mit seinen Werten, natürliche Hierarchien und so weiter, während die Linkslibertären eher einen hedonistischen Lifestyle fördern, Gleichheit, Hierarchien, natürliche Hierarchien wie die Familie eher ablehnend gegenüberstehen, freie Einwanderung und so weiter. Und da ist, würde ich Milei eben eher auf der rechtslibertären Seite einordnen, weil er in der Rede hat er ja auch von Gott, dem Schöpfer, gesprochen, von den Werten des Westens, und hat sich gegen Abtreibung ausgesprochen. Und er ist auch gegen die freie Einwanderung in den Wohlfahrtsstaat, in den argentinischen Wohlfahrtsstaat. Das hat er auch kritisiert. Er sagt auch, er möchte die Straßen sicher machen gegenüber Verbrechern und Halunken. Und das sind ja rechtslibertäre Themen oder rechte Themen, ne? Dass es Recht und Ordnung gibt. Er hat ja auch als Vizekandidatin da Victoria Villarroel, die aus einer Familie, der von Militärs kommt. Ja, da hat er auch die Unterstützung der konservativen Wähler dadurch gewonnen. Gleichzeitig zeichnet er sich selbst natürlich nicht durch einen sehr traditionellen Lebensstil aus oder Gentleman-Manieren. Er lebt ja mit seinen vier Hunden zusammen, hat keine Familie, aber die Werte, ja, die Werte, diese konservativen Werte, die verteidigt er eben. Er verteidigt die Familie und er verteidigt das Christentum und natürliche Hierarchien, und er ist gegen Abtreibung, also er verteidigt das Recht auf Leben. Aber klar, die Linken versuchen natürlich alles immer, über und überall, nicht nur in Argentinien, auch in Deutschland, ihre Gegner als ultra-rechts, heißt rechtsradikal, heißt Nazi darzustellen. Wir erkennen dabei, dass natürlich gerade die Nazis besonders sozialistisch waren, ja, mit gegen natürliche Hierarchien, für Gleichheit der Volksgemeinschaft, jeder ist gleich. Und also gerade nicht rechts waren, sondern dezidiert links für Umverteilung, für einen Umverteilungsstaat und für absolute Gleichheit und Gleichschaltung. Aber ja, das ist eben die Strategie der Linken, und es wundert natürlich nicht, dass die Mainstream-Medien das dann auch so übersetzen. Aber klar, Milei ist, ja, er sagt das von sich, er sagt das, er ist Anarchokapitalist, er ist philosophischer Anarchokapitalist, was bedeutet, dass er in der Theorie für den Anarchokapitalismus ist, dass er glaubt, dass der Staat für nichts notwendig ist, also dass die Individuen freiwillig ihre Probleme lösen können ohne systematischen Zwang. Und dass es auch keine Rechtfertigung gibt für systematische Gewalt für den Staat, dass man ihn nicht philosophisch rechtfertigen kann. Also ist er, in dieser Hinsicht ist er philosophischer Anarchokapitalist. Gleichzeitig glaubt er aber, dass kurzfristig das nicht zu erreichen ist und dass man kurzfristig in diesem System eben in diese Richtung gehen kann, aber es nicht sofort geht. Also das sagt er von sich selbst, und das und so handelt er auch. Ja? Und er sagt von sich selbst, dass er liberal-libertär ist. Und wie gesagt, ich kenne ihn persönlich. Ich
Ich habe ihn gefragt, ob er nicht Angst hätte, dass, wenn er in die Politik geht, dass das ihn korrumpieren würde in seinen libertären Ansichten. Und da hat er geantwortet, dass er das Risiko eingehen müsste. Ja. Weil eben, wenn er es nicht machen würde, in die Politik gegangen wäre, dann wäre Argentinien eben völlig am Ende gewesen. Dann wäre die Gesellschaft völlig auseinandergebrochen, völlige große Armut. Und deswegen ist er das Risiko eingegangen, unter dem Wissen, dass Politik korrumpieren kann. Ja. Und bis jetzt macht er in meinen Augen einen sehr guten Job, dass es dazu nicht kommt. Ja. Er geht in die richtige Richtung. Ich würde mir manchmal wünschen, schneller. Aber man muss natürlich auch sehen, dass es da Widerstände gibt in der Bevölkerung und dass es da zu Aufständen oder Unruhen kommen kann, wenn man zu schnell vorgeht. Ja, was Sie ansprechen, dieses Links-Rechts-Framing, das betrieben wird. Ich glaube halt, dass es vielleicht auch deshalb so effektiv ist, weil viele Leute dazu tendieren, eben binär in Gegensätzen zu denken. Und es ist in den Köpfen drin, dieser binäre Gegensatz wäre Links gegen Rechtskollektivismus. Und ich glaube, wahrscheinlich ist strategisch vielleicht eine der wichtigsten Sachen, die wir als Libertären tun können, hier gegen dieses Framing zu kämpfen an der Stelle und klar zu machen, dass der tatsächliche Gegensatz, der wichtigste Gegensatz zwischen Kollektivismus und Individualismus besteht. Ja, ah ja. Das ist eine wichtige strategische Frage, da stimme ich völlig überein. Der Gegensatz ist Staat gegen Freiheit. Etatismus versus Liberalismus, und da kann man alles einordnen. Nun hat Rothbard eben die Idee aufgeworfen oder die Strategie verfochten, zum Ende seines Lebens hin eben eine Allianz zu schmieden mit den Rechten. Ja, und er verweist auch immer auf die sogenannte Old Right, die American Old Right, die sich als Widerstand zu dem New Deal von Roosevelt gebildet hat und die eben isolationistisch war und gegen den Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Und diese neue Rechte, die sich dann in den USA gebildet hat, mit denen hat er versucht, eine Allianz einzugehen und hat dann auch geschrieben, dass das in der Hinsicht erfolgreich war, dass die Libertären die kulturellen Werte der Rechten fröhlich übernommen haben und andererseits sich diese dann von den Ideen der Freiheit im Ökonomischen haben überzeugen lassen. Also ich glaube, dass es hier Allianzen geben kann zwischen von jenen, die eher ja, konservativ eingestellt sind und den Freiheitsfreunden gegen eben die linken Woken. Warum? Warum? Die Allianz ist natürlich in dem Sinne, weil die Linken wollen die Institutionen zerstören, zerstören die Institutionen, die den Kapitalismus aufrechterhalten, wie die Familie, wie das Christentum, wie das Privateigentum, wie natürliche Hierarchien. Ja? Die ganze Agenda, Sie haben Agenda 2030, Genderismus, radikaler Feminismus, Wohlfahrtsstaat, Atheismus. Alles geht gegen diese Institutionen, die den Kapitalismus aufrechterhalten und die eben Konservative hochhalten. Ja, also deswegen gibt es eben diese Gemeinsamkeit, die Rothbard da erkannt hat, zwischen den Konservativen, the New Right, und den Libertären. Und wenn man das so betrachtet, da muss man ihm recht geben. Und in diesem Sinne hat es ja auch Milei gemacht, auch wenn er das nie so gesagt hat, weil er eben da sagt, er ist gegen Abtreibung, er ist gegen die linke Agenda, gegen den Wokismus, gegen den Feminismus, gegen die Agenda 2030, gegen den Genderismus, für Recht und Ordnung und so weiter. Also in meinen Augen hat er das verbunden und so ist er ja auch erfolgreich dann gewesen.
Ja, wobei der amerikanische Konservatismus natürlich den Vorteil hat, die USA war als Minimalstaat gegründet und deshalb müssten eigentlich Konservative dort eben auch eher pro-minimalstaatlich eingestellt sein. Wobei, ja. Vielleicht noch eben auch in Argentinien, die jetzt mal historisch gesehen, das war ja mit der Alberdi und dieser ja ziemlich liberalen Verfassung, dass es da eben zu einem enormen Aufstieg kam und dann eben langsam so mit Perón insbesondere eben zu so einem enormen Abstieg, also Abschwung, der eben bis ja sich bis heute praktisch durchgesetzt hat oder durchgezogen hat. Also inwiefern war so dieses Narrativ wichtig oder ist so ein Narrativ wichtig, dass du eben sagen kannst, okay, in unserer Vergangenheit hatten wir eben so diese freimarktwirtschaftlichen Aspekte, die eben uns den Reichtum erbracht haben. Sowas, wie man zum Beispiel auch in Deutschland hat mit dem Wirtschaftswunder und Ludwig Erhard eben. Also, wie wichtig ist es, dass man sowas hat für so jetzt einen Erfolg einer libertären Bewegung? Essentiell, das ist essentiell. Wie gesagt, das Marketing von ihm und wo das Narrativ ist, ist genial. Ja, auch wie er jetzt wo es gegangen ist, entweder macht er das intuitiv so oder er hat das sehr genau alles geplant. Ja, die ganzen Sachen, die er macht, die haben ja auch da Lieder gemacht oder die singen ja dann auch die Leute. La Casta tiene miedo. Die Kaste hat Angst. Ja, das ist auch, glaube ich, wichtig, dieses Narrativ. Es gibt die Kaste, die Politikkaste, ja, und dann gibt es die rechtschaffenen Bürger, la gente de bien, ne? Die rechtschaffenen, hart arbeitenden Bürger, und für die treten wir ein. Ja, dieses Narrativ ist sehr wichtig. Ja, und dann, was Sie gerade angesprochen haben, das Make America Great Again oder Make Argentina Great Again. Ja, oder mit Alberdi, das betont er eben auch immer. Das ist eben auch ein Teil seines Marketings, dass er die gleichen Sachen immer und immer wiederholt. Zum Beispiel die Definition des Liberalismus. Ja, dass der Liberalismus ist der uneingeschränkte Respekt des Lebensprojekts der Mitmenschen, basierend auf dem Prinzip der Nichtaggression und Freiheit, Recht auf Freiheit, Leben und Eigentum. Und das wiederholt er immer und immer wieder. Das hat er auch in Davos ja wiederholt. Das hat er wiederholt in seiner Antrittsrede. Das sagt er immer wieder. Und ich habe mit argentinischen Studenten hier gesprochen, den wir hatten im Master. Und er sagt, ja, das kennen die. Mein 14-jähriger Bruder, der kennt die Definition auswendig. Ja. Das ist aber, glaube ich, auch wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Er sagt das immer wieder. Er sagt immer wieder, dass mit der sozialen Gerechtigkeit ist das Ungerechteste, Unsozialste, was es gibt. Und dann prägt sich das ein. Ja, das ist eben Marketing, dass man es immer, immer wiederholt. Und das macht er eben auch mit Alberdi und mit der Verfassung von 1853 in Argentinien, dass er sagt, wir waren das reichste Land der Welt, was vielleicht ganz stimmt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder man weiß auch nicht ganz genau, wie weit man da den BIP-Messungen pro Kopf da trauen kann. Aber tendenziell stimmt das natürlich schon, dass Argentinien eines der reichsten Länder war, Ende des 19. Jahrhunderts. Und das dank dieser liberalen Verfassung. Und dass er dann sagt, da wollen wir wieder hin und in 35 Jahren können wir wieder ganz vorne mit dabei sein. Genau, und das kann man eben auch, viele Sachen von ihm kann man eben auch ganz gut in Deutschland kopieren. Ja, wir haben eine liberal-libertäre Revolution gehabt mit Ludwig Erhard und Konrad Adenauer. Ja, was Ludwig Erhard gemacht hat, ist ja in der gleichen Größenordnung, was Milei jetzt macht. Ja, Erhard hat alle Preiskontrollen über Nacht, die Preiskontrollen, die Nazis installiert hatten und die Alliierten aufrechterhalten haben, über Nacht abgeschafft und das dann auch noch mit einer Währungsreform verknüpft. Das ist eine absolute Schocktherapie gewesen. Ja, das ist ja,
Nichts kann man damit vergleichen. Die Reformchen, die heutzutage gemacht werden. Das war wirklich ein brutaler Einschnitt, eine brutale libertäre Schocktherapie für Deutschland. Daraus ist das Wirtschaftswunder geworden. Ja, und Ähnliches macht jetzt Milei in Argentinien, indem er 300 Regulierungen auf einmal abschafft oder liberalisiert. Ja, und das Narrativ, das kann in Deutschland auch sein. Wir müssen dahin zurück. Wir brauchen wieder eine liberal-libertäre Revolution. Ein neues Wirtschaftswunder. Da müssen wir uns zurückbesinnen auf die Werte, die dieses Wirtschaftswunder möglich gemacht haben. Ja, und dafür brauchen wir eben einen Respekt des Privateigentums und dass jeder sein Eigentum so verwenden kann, wie er möchte, ohne das Eigentum anderer zu beschädigen. Ja, freie Preise, kein Wohlfahrtsstaat, ja, und dass alle frei miteinander handeln können und tauschen können. Und eine gute Währung brauchen wir natürlich auch, ja, dafür. Ja, und das sollte man auch in Deutschland versuchen, auf jeden Fall. Wir haben ja auch, weil Sie die Währung jetzt angesprochen haben, Milei, es wird ja praktisch so immer vorgeworfen, ja, er geht jetzt praktisch übernimmt jetzt praktisch den Dollar einfach und wieso hat er die Zentralbank noch nicht abgeschafft? Also wieso steht die noch? Können Sie dazu was sagen? Mhm. Ja, er möchte, sein Ziel ist freien Währungswettbewerb. Und das hat er so gesagt, Banker Simons, also Simons Banking, das heißt Henry Simons, das war ein Chicago School Vertreter, der eben für eine Volldeckung, 100%ige Reservedeckung eingetreten ist. Das möchte er und hat er so gesagt in der Vergangenheit, dass er freien Währungswettbewerb möchte und dass es eben eine 100%ige Reservedeckung gibt für Sichteinlagen. Ja, und dass dann alle, die investieren wollen, dann eben in andere Instrumente, die am Markt gehandelt werden und eben im Preis fluktuieren, dann investieren können, wie Geldmarktfonds und so weiter. Das ist, wo er hin möchte. Aber er hat eben das Problem, dass wir zurzeit Pesos haben in Argentinien und da steht noch eine Zentralbank. So, und dann ist seine Idee, ja, wir müssen die Zentralbank, die hat ja aktiver und passiver, müssen wir irgendwas damit machen. Und der beste Weg, indem wir die Zentralbank wegbekommen und die aktiver und passiver auflösen, ist, indem wir die Wirtschaft dollarisieren, das heißt die Pesos einsammeln und gegen Dollars ersetzen. Ja, es gibt Dollarreserven bei der Zentralbank, die sind aber nicht ausreichend, um die ganzen Peso-Passiva da aufzulösen oder einzulösen dagegen. Und deswegen hat er sich eben auch um diesen IMF-Darlehen bemüht, um dann mehr Dollars zu haben. Das ist also sein Plan. Ich glaube, das muss man ihm anerkennen, dass er da, wo er hin will. Und das hat er auch schon durch das Deregulierungsgesetz ermöglicht, dass man jede Währung benutzen kann der Welt, die man benutzen möchte, freien Währungswettbewerb. Und er möchte eben die Zentralbank, die Pesos druckt, beseitigen, um auch das Instrument zu nehmen für Politiker, die nach ihm kommen, die Ausgaben durch Geld aus das Drucken neuen Geldes zu bestreiten. Das ist, glaube ich, das ist ja auch richtig. Ich würde einige Sachen anders machen. Ich glaube, das Darlehen vom IMF hat den Nachteil, dass der IMF dann Forderungen stellt, wie dieses Darlehen zurückzuzahlen ist. Zum Beispiel, dass das Defizit beseitigt werden soll. Und der IMF auch sagt, ja, wie es beseitigt werden soll, nämlich nicht nur durch Steuersenkungen, sondern auch durch, dass wir noch gut Staatseinnahmen da sind, also Steuereinnahmen da sind. Und Milei möchte, dass eben die Zentralbank mehr oder weniger geregelt aus dem Land schaffen.
Und deswegen braucht er eben die Dollars, um dann die Pesos da eintauschen zu können. Ja, also das Ziel, was er hat, ist gut. Über den Weg kann man sicherlich streiten. Ja, also wir wollten vielleicht auch noch ein wenig auf den spanischsprachigen Raum blicken, ob Sie uns da kurz mal erzählen könnten, so inwiefern in der Spanien, ja mit De Soto und Rallo oder Rayo hatten Sie schon erwähnt, wie eben da der Raum jetzt verteilt ist, also was da so für wichtige Namen so in Spanien auftauchen. Okay, wir haben erstmal Jesús Huerta de Soto. Der ist erst der Grund, warum ich nach Spanien gegangen bin, um bei ihm zu promovieren. Und für mich einer der allergrößten Ökonomen. Sicherlich in der österreichischen Schule führend. Der ja, ein Vorbild in jeglicher Hinsicht ist und der eben viele ja, Schüler hat. Und Anhänger in allen spanischen Ländern. Dann gibt es eben Rayo. Rayo kenne ich auch seit über 20 Jahren. Er ist auch ein Freund und er macht auch gute Arbeit. Er hat einen YouTube-Kanal und er hat über 600.000 Subscribers. Aber im YouTube-Kanal 625.000, glaube ich. Er macht auch da Videos zu Milei und zu politischen Dingen und Rayo kennen auch sehr viele hier in Spanien. Ja? Klar, wenn man über 600.000 Follower hat, hat natürlich auch aus dem lateinamerikanischen Bereich, hat dann natürlich da auch Zuschauer, viele. Rayo ist hier ein Begriff, der hat Einfluss und macht eine gute Arbeit bei der Verbreitung der liberalen Ideen, auch wenn ich nicht mit allem mit ihm übereinstimme. Vor allen Dingen seine Real-Bild-Doktrin oder er folgt so Fekete. Da habe ich letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, das hoffentlich bald auch auf Englisch verfügbar ist. Rayo hat großen Einfluss und dann in Spanien könnte man noch Bastos nennen. Bastos ist ein Gallego aus Galizien und der ist mir in dem paleolibertären Bereich anzusiedeln und hat da auch viele, die ihm auch eine große Anhängerschaft, sage ich mal. Dann gibt es das Instituto Juan de Mariana, Rayo war mal Direktor davon, was eben jetzt gibt es Manuel Llamas, der in der Regierung von Ayuso in Madrid als Berater tätig war. Der ist jetzt Direktor, also da gibt es Verbindungen, die sind nicht hundertprozentig österreichische Schule, weil die auch andere libertäre oder liberale Denker da mit einbeziehen. Die machen auch eine sehr gute Arbeit, Instituto Juan de Mariana. Also das würde ich jetzt sagen, sind so die in Spanien wichtigen. Und dann gibt es im lateinamerikanischen Bereich, würde ich noch Axel Kaiser erwähnen wollen. Axel Kaiser spricht auch Deutsch, er hat deutsche Vorfahren, hat in Heidelberg zur Philosophie promoviert. Er kommt aus Chile. Ja, und da gibt es eine Fundación para el Progreso, da ist er der Präsident. Und der ist auch ein mehr öffentlicher Intellektueller, sage ich mal, vielleicht wie Rayo, weil er eben auch viel in de Debatten ist. Also nicht so sehr viel akademisch veröffentlicht, sondern mehr ein öffentlicher libertärer Intellektueller, weil er hat viele Bücher, die auch sehr gut sind. Er ist auch Freund von Milei und er hat da auch da großen Einfluss und auch auf die Politik in Chile. Also der ist da auch relativ jung noch, also noch jünger als Milei. Und ja, der fällt mir jetzt noch ein als jemand, der da einen großen Einfluss hat in der libertären Latein- oder hispanischen Welt. Ja, dann noch eine Frage. Wie sehen Sie jetzt mal die Entwicklung des Libertarismus in den nächsten Jahren? Also so von, ob es noch weitere Präsidenten geben wird, etc. Ja, also diese Wahl von Milei kann natürlich ein Inflexionspunkt oder ein Wendepunkt gewesen sein.
weil Millet hat es eben geschafft, den Diskurs zu verändern. Er hat eben den Kulturkampf, den man führen muss, hat er so erfolgreich geführt, dass er sogar, und er hat selbst die Ernte eingefahren mit der Präsidentschaft. Und er hat es eben in vielerlei Hinsicht vorgemacht, was erfolgreich sein kann. Natürlich ist das Argentinien eine ganz spezielle Situation, aber sehr viele Dinge kann man übertragen. Und die Linken haben und die Woken haben es natürlich auch, sie überdrehen es immer weiter. Sie überdrehen es so weit, dass es so absurd wird, dass immer mehr Menschen, denen das auffällt, die mit einem gesunden Menschenverstand dann sehen, ja, so geht das nicht weiter. Da müssen wir was anderes machen. Und da kommt so ein Millet und geht da nach Davos und er sagt genau das. Ja, der Westen hat sich von seinen liberal-libertären Prinzipien und Werten abgewendet und ist in Richtung des Sozialismus, hat sich immer weiter den Ideen des Sozialismus geöffnet. Und im Grunde genommen sind alle da, kann man alle in einen Sack stecken, die Christdemokraten, die Sozialdemokraten, die Nationalisten, die Globalisten, die Nationalsozialisten, die Keynesianer, Neoklassiker. Alle glauben an den Staat und die sozialistischen Ideen, dass der Staat unser Leben regulieren muss. Und das ist aber nicht das, was den Westen aus der Armut katapultiert hat durch die industrielle Revolution und unermesslichen Wohlstand geschaffen hat. Nämlich das sind die Ideen des Libertarismus, des Privateigentums. Und das ist unheimlich gut angekommen, die Rede, jedenfalls in Spanien und in der lateinamerikanischen Welt. Und viele versuchen da anzuknüpfen an den Erfolg von Millet. Dem Axel Kaiser haben sie auch schon gesagt, er solle doch dazu um die Präsidentschaft in Chile da ringen. Und diese Änderung in der öffentlichen Meinung, die kann dann auch schnell gehen. Und diese Umkehr, die es da gegeben hat, kann man in meinen Augen nicht überbewerten. Weil Millet hat es eben geschafft, dass diese Ideen jetzt viel verbreiteter sind und die Leute auch keine Angst mehr haben, sich diese zu äußern. Ja, Elisabeth Nölle-Neumann hat das ja gesagt mit der Schweigespirale. Die Schweigespirale tritt ein, ja, ich traue mich, meine Meinung nicht zu sagen, weil ich glaube, dass meine Zuhörer öffentlich zu sagen, ja, weil die Bekannten oder Freunde, die werden mich dann isolieren, weil die diese Meinung nicht akzeptieren. Und dadurch wird diese Meinung dann eben nicht mehr im öffentlichen Raum gesagt. Ja, und dann kommt es eben zur Schweigespirale, dass, weil es keiner sagt, traut sich keiner mehr, das zu sagen. Und weil es keiner sich mehr zu sagen traut, sagt es keiner mehr. Und deswegen trauen sich immer weniger, bis es keiner mehr sagt. Aber wie kommt man da raus? Ja, indem man diese Ideen... indem man diese Schweigespirale bricht, unkonventionell. Und dafür braucht es natürlich auch großen Mut und Charisma. Und das hat Blay gemacht. Er hat die Schweigespirale gebrochen. Er hat die liberalen Ideen wieder in den Diskurs gebracht. Plötzlich lese ich in den deutschen Medien Libertär, der libertäre Präsident, der anarchokapitalistische Präsident. Da denke ich, was ist das denn? Seit wann wird dieser Begriff überhaupt in den Mainstream-Medien verwendet? Und jetzt wird er verwendet. Plötzlich ist er in der Diskussion. Und das ist ein Wendepunkt. Und dieses Momentum, was da Millet gewonnen hat, wenn das weiter genutzt wird und dann, wenn vor allen Dingen er Erfolg hat, das heißt, wenn man ihn seine Reformen machen lässt und dann Argentinien wie ein Phönix aus der Asche wächst und herausfliegt, dann werden sich noch viel mehr Menschen den libertären Ideen zuwenden. Von daher bin ich da sehr optimistisch, dass das ein Wendepunkt gewesen ist. Ja, das kann man kann es nicht überbewerten. Die Rede in Davos war historisch und dass er Präsident geworden ist in Argentinien, ist auch historisch. Und das wird Auswirkungen haben, die wir jetzt noch nicht absehen können, aber ich bin mir sicher, dass man
10, 20, 30 Jahren wird man auf diese Rede zurücksagen, das war ein Wendepunkt. Ich hoffe es zumindest. Eine eher philosophische Frage hätte ich vielleicht noch, und zwar, der Libertarismus speist sich ja im Grunde genommen hauptsächlich aus den beiden Quellen. Zum einen die deontologische Position, es ist einfach unrecht und unmoralisch, Leute anzugreifen und ihr Eigentum anzugreifen. Und zum anderen eben die konsequenzialistische Position, dass man sagt, eigentlich Hauptsache es funktioniert und es ist halt das System, das am besten funktioniert und das ist sowohl theoretisch als auch an der Historie ja gut belegbar. Glauben Sie, dass es für diese Konfluenz, dass es da tiefere Gründe geben könnte, dass gerade die moralische Position jetzt durch Zufall, Glück oder was auch immer, die ist, die tatsächlich auch am besten funktioniert? Ja, wir haben das Glück, ja, dass die moralisch Beste, dass das moralisch Beste auch den meisten Wohlstand bringt. Ja. Meine Einstellung ist, dass es auch, wenn es nicht den meisten Wohlstand bringen würde, dass man trotzdem das Richtige machen müsste. Ja, dass das deontologische Argument wichtiger ist. Aber bei vielen Leuten ist es eben so, dass sie mehr auf das Konsequenzialistische, oder sie lassen sich einfacher von dem Konsequenzialistischen überzeugen, vor allen Dingen, wenn sie es sehen und wenn sie sehen jetzt, dass in Argentinien, dass es da jetzt großes Wirtschaftswachstum gibt und dass sie aus dem Loch herauskommen, dann ist das eben das konsequenzialistische Argument und das könnte da viele überzeugen. Wichtiger ist in meinen Augen, dass es Unrecht ist, dass gegen Gewalt, gegen das Eigentum, das Leben anderer anzuwenden. Ja, also ich möchte nochmal erwähnen, mit dieser großen Hoffnung, die Millet eben ausgelöst hat und auch, also ich meine, wir hatten auch auf unserem YouTube-Kanal die Rede von, also in Davos, mit künstlicher Intelligenz so glipsynkt, ja, also so, dass es so wirkt, als hätte er diese Rede auf Deutsch gehalten, hatten wir hochgeladen und das ist also bei weitem das meistgesehene Video, das wir jemals hatten. Also da ist enorm viel Interesse an Millet und an Libertarismus und ich glaube, da werden jetzt viele Leute sich erstmal damit beschäftigen und eben auch, da werden sicher einige Leute anfallen, die diese Position dann noch einnehmen. Und mit diesen erfreulichen Worten möchte ich mich bei Herrn Markus bedanken und bei Yet Another NCAP und auch an alle, die hier zugehört haben. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Servus!